Frankreich, Paris. Nicht nur Stadt der Liebe, sondern in diesem Jahr auch der Mittelpunkt der Autoindustrie. Beim Mondial de l'Automobile 2012. Hallo und herzlich willkommen bei Motovision. Heute melden wir uns aus Paris und wir sind hier auf einer der wichtigsten und größten Automessen der Welt. Wir sind auf dem Pariser Autosalon. Es gibt 100 Weltpremieren, das heißt, es gibt sehr viel Neues und Spannendes zu entdecken. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit mehr, kommt doch mit und wir schauen uns jetzt die schönsten und schnellsten Autos an. Ob der neue Bentley Continental GT3, der 250.000 Euro teure Aston Martin Vanquish, das brandneue Gran Cabrio von Maserati, übrigens optisch ein Auto zum Dahinschmelzen, bis hin zum Jaguar F-Type. Endlich wieder eine richtige Katze. Der Autosalon bietet viele Überraschungen. Schauen Sie sich doch mal diesen futuristischen Franzosen an. Darf ich vorstellen, das hier ist der Peugeot Onix. Und ich muss zugeben, er sieht fantastisch aus. Und das ist auch gut so. Denn Peugeot, genau wie Citroën, kämpft zurzeit gegen die Europakrise. Und die Farben Schwarz und Kupfer erinnern ein wenig an eine Batterie, was perfekt passt. Denn der Onix kombiniert nämlich einen Verbrennungs- mit einem Elektromotor. Peugeot holt mit dem Onix die ganz große Hybridkeule raus. Hier ist ein V8 Turbodiesel mit 3,7 Liter Hubraum montiert, der satte 600 PS leistet. Dazu kommt ein 80 PS starker Elektromotor, der den Onix endgültig in die Liga der Supersportwagen katapultiert. Niemand in Paris hat das Rad neu erfunden. Eins ist sicher, kein Hersteller kommt ohne Hybrid aus. In der Innenstadt rein elektrisch fahren und auf der Langstrecke mit Verbrennungsmotor bleibt das einzig sinnvolle Konzept. Bis dahin brauchen wir günstige und starke Batterien, damit das endlich was wird mit der Elektromobilität.